Das Verteidigungsministerium in Moskau und prorussische Separatisten haben dem ukrainischen Militär vorgeworfen, dieses Gefängnis in Olenivka südlich von Donetsk bombardiert zu haben. Durch den Beschuss mit einem US-Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS seien mindestens 40 ukrainische Kriegsgefangene getötet und 130 weitere verletzt worden. Unter den Opfern seien auch Kämpfer der Spezialeinheit Regiment Azov. Im Moment legt eine große Anzahl ukrainischer Soldaten freiwillig die Waffen nieder, weil sie um die humane Einstellung gegenüber Kriegsgefangenen auf russischer Seite wissen. Diese eklatante Provokation wurde begangen, um ukrainische Soldaten einzuschüchtern und zu verhindern, dass sie gefangen genommen werden. In Begleitung mehrerer westlicher Diplomatinnen und Diplomaten sowie Vertretern der EU und der Vereinten Nationen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky den Schwarzmeerhafen von Odessa besucht. Er kündigte den baldigen Beginn der von den UN und der Türkei vermittelten Getreideexporte an. Das erste Schiff seit Beginn des Krieges wird gerade beladen. Das ist ein türkisches Schiff hier hinter mir. Das heißt, der Hafen hat den Betrieb aufgenommen. Das Wichtigste für uns ist, dass der Hafen in Betrieb ist, dass die Menschen arbeiten. Alle sind froh, zur Arbeit zu kommen. Jeder hat einen Job und ist froh, dass der Prozess begonnen hat. In den ukrainischen Kriegsgebieten sind nach Angaben örtlicher Behörden innerhalb von 2 Tagen mehr als ein Dutzend Zivilistinnen und Zivilisten getötet und zahlreiche weitere Menschen verletzt worden.